Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero. Ich mache direkt vom Speicherpunkt aus weiter, da ich ja auch wissen will, wie es weitergeht. Für euch vergehen jetzt vielleicht wieder mal ein paar Tage, wie ihr das schon kennt. Vielleicht auch nicht, wenn ihr das Video später schaut. Aber gut. Okay, sie schaut auf jeden Fall da auf die Truhe. Was ist da, Miku? Da liegt etwas in der Schublade. Ein Geisterstein. Sehr gut. Cool. Coole Sache. Und die Tür, die ist ja vernagelt. Ich habe das Schloss geöffnet. Ah, jetzt kann ich endlich ja durch. Nein, du sollst es aber nicht gleich tun, Miku. Das wollte ich doch gar nicht. Warum ist die Tür so klein, bitte? Waren die Menschen damals so klein? Man kennt das ja, die Menschen wurden über die Jahrhunderte größer, aber dass sie mal so klein waren. Naja, ein bisschen komisch ist das schon. Ich glaube auch nicht, dass Miko so ein Riesen ist. Naja. Gut, also das war's hier drin, oder? Schaut sie noch ins Regal. Miko, ist da was? Oh, sie schaut auf jeden Fall dahin. Nee. Miko, nimm doch mal was. Hallo? Ich drücke jetzt die ganze Zeit X, wie blöde. Aber, oh. Ja, deswegen, ich habe es zu schnell gedrückt. Jetzt konnte ich nicht lesen, was da steht. Ja, aber es war wohl nichts Wichtiges, sonst hätte sie es wohl aufgehoben. Gut, wo gehe ich jetzt hin? Ich schau mal. Ja, aber bis jetzt läuft es doch gut. Ich meine, ne? Ich habe ein bisschen Leben zwar verloren, also ich habe nur noch ein bisschen. Hab aber noch 7 Kräutermedizin, 2 heilige Wasser und einen Steinspiegel. Und hier in der Ecke liegt noch ein Steinspiegel. Und, was mir gerade auffällt, ich habe 27.000 Punkte. Okay. Dann nehme ich auf jeden Fall mal Geschwindigkeit. Und das war es leider auch schon. Und dann spare ich mir noch ein bisschen bis 18.000. Oder soll ich mir... Nee, Bereich brauche ich nicht. Ich ziele ja eigentlich recht gut. Auf jeden Fall werde ich mir als nächstes dann Maximum an Ladekapazität holen. Was haben wir hier noch? Schaut sie da drauf. Etwas Glänzendes liegt in der Kohlepfanne. Heiliges Wasser. Sehr gut. Ja, ich mache so, wie auch der Ryuk mir das gesagt hat, wie er es versucht hat. Ich werde sparsam sein mit meinen Heilmitteln und erstmal nur. Wo schaut sie denn hin? Das sind komische Grafikfehler, seht ihr das? Das Flackern am Fenster. Na egal. Ah! Oh, du doofe Krähe oder war das ein Rabe? Ich weiß es nicht. Boah. Auf jeden Fall werde ich versuchen, erstmal von meinen Steinspiegeln zu zehren, da die ja eh immer wieder rumliegen in jedem Kapitel. Und dann aber auch verschwinden, wenn die nächste Nacht reinbricht. Glaube ich zumindest. Von daher, wo schaut sie denn hin? In das Regal. Ich habe ein altes Tagebuch im Bücherregal gefunden. Schnipsel aus altem Tagebuch. 2. Juni. Seit wir in die Villa eingezogen sind, schreiten meine Forschungen noch schneller voran, als ich gehofft hatte. Kürzlich fand ich ein paar Unterlagen aus der Zeit des letzten Familienoberhaupts der Familie Himuro. Anscheinend hatte er im Wahn alle anderen getötet, bevor er Selbstmord beging. Die Villa ist wohl vollgestopft mit geheimen Vorrichtungen aller Art. Und anscheinend sind einige Zimmer nicht auf den Plänen verzeichnet. Ich bin mir sicher, dass hier noch viele weitere Dokumente versteckt sein müssen. 5. Juni. Ich weiß, dass die Menschen hier in der Gegend von Natur aus zurückhaltend sind, aber besonders stark ist das zu bemerken, wenn es um das Ritual geht. Die Jungfrau des Seilschreins, der heilige Spiegel, die Katastrophe. Ich bin mir sicher, dass das Ritual der Schlüssel zum Verständnis all dieser Legenden sein muss. Das hoffe ich übrigens auch. Also ich weiß schon, wurde da schon aufgeklärt, dass es in der Trilogie wohl eine abgeschlossene Geschichte gibt, aber auch in jedem einzelnen Spiel dann auch sowas wie ein schlüssiges Ende vorkommt. Ich höre schon wieder die Musik. Können Geister musizieren? Ich weiß es nicht, aber ich will es ehrlich gesagt auch nicht rausfinden. Da ist etwas im Schrank. Ja, das meine ich. Seht ihr, ich habe jetzt schon wieder 90 Filme. Typ 37. Also ich muss diesen alten Film eigentlich gar nicht mehr... Oh, Spiegel. Gar nicht mehr verwenden. Ah, nein! Nein, das ist die Blinded. Nein! Ich wollte sie doch stoppen! Okay, jetzt habe ich zumindest aber den Steinspiegel benutzt. Das ist ganz gut. Doch, ich bin hier. Okay, jetzt mache ich es so. Ja, genau! Und BAMS! Jawohl, Leute, so geht das doch. So geht das doch. Yes. So geht das doch. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. So schwer ist es gar nicht. Man muss nur seine Fähigkeiten richtig einsetzen. Und dieser Eisschuss ist mal richtig genial, Leute. Und jetzt hole ich mir den Steinspiegel und alles ist wieder gut. Und ich habe immer noch alle Heilung. So. Nein, das will ich gar nicht, das Bild. Ja, ein Steinspiegel. Dankeschön. So muss das. Okay, jetzt kann ich weiter die Villa erforschen. Ja, ich wurde leider auch schon darauf hingewiesen, dass die Blinded öfter kommt.
Aber das ist nicht schlimm, ich komme ja ganz gut mit ihr klar. Ich, ja, man muss eben nur abwarten, wenn man einmal schießt, dann kommt sie auf einen zugerannt. Boah. Und dann muss man schnellstmöglich ausweichen. Oh, guck mal, ein Siegel wieder. Und das ist wo? Ach ja, das ist dieser schmale Spalt in dem einen Raum. Gut, gut, das weiß ich jetzt schon mal. Okay. Ich weiß sogar, wo der ist. Ich habe auch gehört, das ist eine zuverlässige Itemquelle. Da kann man eben in jeder Nacht mal was abstauben. Man sollte öfters da vorbeisehen. Und das ist jetzt hier nämlich. Da, geh mal. Oh, da war letztes Mal der Geist mit den langen Armen. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht wieder. Weiß gar nicht, ob ich den verletzt habe oder zerstört habe. Ach, das war ich. Oh, ich dachte schon. Da, genau. Ein Mädchen steht in der Wand. Okay, damit habe ich das Siegel zerstört. Aber, Moment, ich muss gerade mal kurz was schauen. Nee, so. Genau, da war ich ja noch gar nicht drin hier. Das ist ja noch rot. Okay, dann gehe ich gleich mal hoch und später komme ich nochmal runter. Ah, seht ihr? Sehr gut, da ist noch ein Steinspiegel. Hahaha, gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, dann gehe ich mal wieder hier hoch. Lalalalala. Komm schon, Miko. Die Treppen steigt sie ja zum Glück sehr schnell. Also die Leitern jetzt nicht, aber Treppen macht sie sehr flink. Das gefällt mir. So, ne, jetzt gehe ich erstmal hier durch. Und das Siegel oder der Talisman ist zerstört. Sehr gut. Was erwartet uns hier? Hoffentlich findet der jetzt mal eine Maske. Also so langsam. Boah. Okay, was ist das? Sind das lauter Fotografien? Okay. They're exactly the same as the ones Mom took. Were they taken with this camera? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum war das jetzt eben in so einer komischen... Ja, eben Vergangenheitsperspektive. Keine Ahnung. Okay. Tagebuch einer Dame. 24. Juni. Mikoto ist verschwunden. Sie sagte, sie wollte im Haus Dämonenjagd spielen. Ich glaube nicht, dass sie nach draußen gegangen ist. Sie hatte die Kamera dabei. Ihre vier Freunde sind auch alle verschwunden. Es ist, als wären sie alle von Geistern entführt worden. 27. Juni. Es ist schon 3 Tage her, dass Mikoto entführt wurde. Seit wir in dieses Haus eingezogen sind, ist alles so seltsam geworden. Und dann die Kamera. Wenn ich jetzt den Verstand verlieren würde, müsste ich nicht mehr darüber nachdenken. Dann wäre ich frei. Ich sehe sie. Ich sehe sie jetzt sogar ohne die Kamera. Oh Gott. Jetzt sieht sie Geister ohne Kamera. Oder eher. Ich weiß ja nicht. Was? Wandschrank? Kann ich den öffnen? Unmöglich. Vielleicht ist es kaputt. Okay. Ah, da glitzert. Was für Gegenstände hier alles rumliegen. Also... Bronzeschlüssel. Jawohl. Das ist doch der für den Safe, oder? Ja. Wie kann eine Kamera etwas zeigen, das nicht mehr existiert? Das war doch das Grammophon eben, oder? Und warum geht das auf einmal an? Okay, was ist das denn hier? Ist das... Sind das Spitzen auf dem Brett? Hier steht eine große Koto. Sie sieht sauber aus, als wäre sie vor kurzem benutzt worden. Was ist eine Koto? Eine Kniematte oder Fußmatte? Ich weiß es nicht. Vielleicht können mich ja meine Japanisch-Experten darüber aufklären. Okay, also es... ja, die Schränke kann ich wohl öffnen, wenn ich denn... ich glaube, wenn ich den richtigen Geist dazu erwische, aber... Boah! Nein, nein, wo ist es? Da! Ich hab dich gesehen. Wo bist du? Wo bist du? Nein! Wo ist der Geist? Ah, hinter mir! Ah, die schon wieder! Zero Shot, du hässliche. Mach, dass du wegkommst. Na komm. Na komm. Na, du kannst dich nicht verstecken, du hässliche. Und Bams. Das hat gesessen. Harter Schuss. Komm, bitte, bitte, bitte. Hau ab und komm nicht wieder, du. Vor der habe ich richtig Angst. Und sie kommt wieder. Nein, schade. Oh, wo schaut denn Miko hin? Miko, ist da was? Wo guckst du denn hin? Ist da was? Mensch, da drin muss irgendwas sein, oder?
Da drin muss irgendwas sein, wo sie hier hinschaut. An der Treppe. Okay, bevor ich das aber rausfinde, gehe ich erst nochmal zurück. Nicht da zurück, sondern hier. Und schließe den Safe auf mit dem kleinen Bronzeschlüssel, den ich gefunden habe. Denn das wird wohl das sein, wo es dann weitergeht. Oh, gehst du da durch? Hier, genau. Was haben wir denn da? Auf dem Schreibtisch befindet sich Mildred. Das wissen wir schon. I came to research the Amuro family's secret ritual because this blinding mask is the key to the door. The altar's got to be behind this door. Okay, das weiß ich schon. Ich habe die Forschungsdokumente des Folkloreforschers im Tresor gefunden. Schnipsel einer Forschungsnotiz. Maske der Spiegelung. Die Maske, die vom Familienoberhaupt der Familie Himuro getragen wird, heißt Maske der Spiegelung. Der Legende zufolge heißt es, sie kann zum Gesicht eines Engels sowie zu dem eines Dämons werden. Ihr Gesichtsausdruck spiegelt somit den Gemütszustand dessen wider, der die Maske trägt. In der Villa Himuro befindet sich ein Maskenraum. Hier werden alle Masken für die Rituale aufbewahrt. Die Maske der Spiegelung dient als Schlüssel zum Raum. Das Dokument erwähnte, dass sich die Maske, die das Familienoberhaupt trug, beim letzten Ritual zur Fratze eines Dämons verwandelte. Ach, okay, das... Der hat dann alle seine Familienmitglieder getötet, ja? Oder wie war das? Was? Ja, hier, warum musstest du dir nur das Leben nehmen? Uah, schon wieder. Da war er schon wieder. Ich habe ihn doch schon mal fotografiert. Was? Was willst du mit der Kamera? Ja, wo schaut sie denn hin? Miku schaut auf irgendwas da drin. Da ist also noch was. Ich habe ein altes Tagebuch im Bücherregal gefunden. 18. Juni. In den letzten paar Tagen hat Yae im ganzen Haus ununterbrochen Fotos mit der Kamera von Mikoto gemacht. Ich habe sie gefragt, warum... was sie da fotografiert, aber sie murmelte nur, ich sehe sie. Als wäre sie im Delirium. Etwas anderes sagte sie nicht. 19. Juni. Seit wir in den Bergen spazieren waren, geht es Yae gar nicht gut. Heute liegt sie im Bett und ist sehr krank. Wenn ich auf einmal Geister sehen würde, wird es mir, glaube ich, auch nicht sehr gut gehen. Falsch. Ich gehe mal auf den Balkon, der ist ja da hochgegangen, der Folkloreforscher. Hier, genau. Ich will mal wissen, ob er wirklich da rausgegangen ist. Vielleicht gibt es ja jetzt hier was. Nee, doch. Oh. Was? War es ihre Mutter? Yae? Nee. Da liegt was. Okay. Okay. Gut, das wird mir wohl weiterhelfen. Was hat ihre Mutter mit all dem zu tun? Warum war sie hier in der Villa? Warum? Es ging doch nur um Takamine. Warum ist jetzt ihre Mutter hier? Oh, jetzt kommen schon wieder lauter neue Fragen auf. Ich würde sie gerne beantwortet wissen. Okay, ich gehe aber diesmal hier rum, um nach unten zu gelangen. Nicht durch diesen Kimono-Raum. Denn das wäre ein großer Umweg. Vielleicht komme ich auch hier wieder zurück jetzt, wenn die Tür dann nicht mehr verschlossen ist. Schauen wir mal. Gut, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Oh, Moment, die Tür war ja verschlossen. Kann ich die jetzt vielleicht öffnen? Schauen wir mal. Ja, machst du sie auf? Ja. Ich habe das Türschloss gelöst. Nein, warum musst du immer gleich durch Türen gehen, wenn ich nur das Schloss öffne? Das will ich doch gar nicht. So. Und durch Zauberhand ist die wieder zu. Diese Tür, da war ja dieser Raum dahinter mit der Ritterrüstung oder mit dieser Samurai-Rüstung. Och nö. Ich sehe mit Mühe, gerade so Schreinjungfrau, Dämon, alter Jahre, Monate.
Och, wie war das nochmal? 26, 11? 2, 3, 4, 5, 6. Weiß ich gar nicht mehr. Nichts geschieht. Was war denn damals das Rätsel? Ich glaube 10, 11 oder so. Moment. Ich versuch's nochmal. Nein, 13. 13, 12. 1, 3, 1, 2. Und? Nee, nichts geschieht. Vielleicht 12, 13? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach Mann. Egal. Was sagt jetzt nochmal, alter Dämon? Schreien, Saaljungfrau. Ich gehe erstmal woanders lang. Ich wollte ja eher erstmal in den Garten. Ich kann ja später hier zurückkehren, wenn die Tür dann auch aufgeht. Genau, jetzt komme ich nämlich hier rein. Wenn die Tür aufgeht, wie gesagt, hoffe ich doch. Und? Ja, ich habe das Türschloss gelöst. Sehr gut. Dann gehe ich da erstmal in den Garten schauen. Aber, bevor ich in den Garten gehe, ich bin ja feige, gehe ich erstmal speichern. Denn, jeder kleine Fortschritt ist wichtig, den ich dann auch für mich nochmal abspeichere. Sonst war alles umsonst am Ende. Und das wollen wir ja nicht, dass ich dann alles nochmal hier machen muss und ihr mir dabei zuschauen müsst, wie ich langweilige, schon erledigte Objektive abarbeite. Objectives, also Aufgaben. Wie komme ich auf Objektive? Pff, so viel Kameras hier und Linsen und was weiß ich. Okay. Na, hoffentlich kommt diese Broken Neck nicht wieder. Ich hasse die. Das ist nämlich immer so, wenn ich kurz irgendwo in einem anderen Raum war, dann höre ich sie schon wieder. Wie sie mich auslacht und verspottet. Die hässliche. So. Da lang. Und da lang. Ja, ich hätte noch die anderen Zahlen ausprobieren können, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe ja im ersten Rätsel nur die 2611 gebraucht, die ich jetzt eben auch eingegeben habe, aber die ja nicht funktioniert hat. Deswegen werde ich die jetzt gleich nochmal ausprobieren, die anderen Zahlen. Oh, da blinkt's. Das Album, das ich von Mondobservatorium aus gesehen habe, liegt auf dem Boden. Oh. Nein, jetzt muss ich gegen meine Mutter kämpfen, oder wie? Oh, wo ist sie denn? Oh, Zero Shot. Oh Gott, hat die viel Leben. Was heißt Leben? Viel Energie. Wow. Oh, gut, es geht. Der erste Schuss war nicht so toll. Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Nein, 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 nein. Wo ist sie denn hin? Hinter mir. Da. Habe ich dich. Was machst du denn mit mir, Mama? Das ist nicht lieb. Das macht, sollte keine Mutter machen, dass sie ihr Kind irgendwie angreift. Wow. Zero Shot. Nee, das war doch ein Zero Shot. Erzähl mir doch nichts. Nein. Habe ich dich. Okay, die Buddha-Statuen. Auf dem Foto des Geistes ist eine Reihe von Puppen zu sehen. Nee, das sind nicht die Buddhas. Das sind Kinderpuppen. Ach, war ja gar nicht so schwer. Easy peasy, sag ich da nur. Mikoto, sagt sie. Warum ruft sie nach Mikoto? Das ist doch meine Mutter, dann sollte sie es auch eher nach Miku rufen. Oder ist das nur ein Spitzname für Mikoto? Wo ist meine Tochter hin? Where did my daughter go? Okay, ja, war ja nicht allzu schwer. Aber warum ihre Mutter? Ich verstehe das alles nicht. Jais Abschiedsbrief. Ach, das ist doch meine Mutter. Jai, Abschiedsbrief. Lieber Ryoso. Es ist alles meine Schuld. Das ist nur passiert, weil ich Mikoto die Kamera an jeden Tag benutzen ließ. Und jetzt haben die bösen, sie böse Geister mitgenommen. All das ist meine Schuld. Es tut mir so leid. Ich habe ja Munakatas Abschiedsbrief in meine Akte gelegt. Okay. Was? Mädchenfoto Dämonenjagd. Okay. Ist das Kirie? Nee. Das ist Mikoto. Doch, Foto Kirie, das kleine Mädchen. Ah, okay. Die mit den Haaren im Gesicht.
die ihr so ins Gesicht hängen. Mit dem Hahn im Gesicht. Wie sich das anhört. Okay, so langsam ergibt sich da doch ein Bild raus. Also irgendwie sind wohl die Geister erst dadurch erschienen, dass die Kamera benutzt wurde. Oder wie soll ich das verstehen? Ich habe keine Ahnung. Was wollte ich jetzt tun? Genau, jetzt gehe ich erstmal wieder hier hin und werde das Rätsel lösen. Aber zuvor werde ich nochmal speichern gehen und damit auch quasi dieses Kapitel beenden, denke ich. Also diesen Part zumindest. Naja, schauen wir mal. Also bis jetzt klappt es sehr gut. Ich habe ja schon mal gesagt, ich strafe die Leute, die sagten, ich werde es wohl nicht schaffen, lügen im Moment. Weil, ja, es läuft doch ganz gut. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Die Geister sind nicht so schwer, finde ich. Ich habe mich schon langsam an das Spieltempo und überhaupt die Spielpatterns gewöhnt von den Geistern. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass ich es schaffen werde. So, speichern wir mal. Denn wie schon mal gesagt, wenn es schwer wird, wenn es richtig schwer wird, dann blühe ich erst richtig auf ins Spielen und... Naja, egal. Okay, dann bis zum nächsten Part, Leute.